Liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, nachdem Sie nun mit dem theoretischen Input aus Video 1 vertraut sind, in dem ich mit der Magister Michael Lanzinger Fragen des Urheberrechts besprochen habe, darf ich Sie nun in diesem Video einladen, ein paar Fragestellungen mit mir zu erkunden, die mich bei der täglichen Arbeit mit urheberrechtlich geschütztem Material begleiten. Das heißt, als Multimedia-Produzent bin ich einerseits dazu angehalten, bei eigenen kreativen Werken Urheberrechtsverletzungen auszuschließen. Auf der anderen Seite möchte ich auch sicherstellen, dass Fremdmaterial, welches mir zur Verfügung gestellt wird, frei von Urheberrechtsverletzungen ist. Das heißt, wenn Vorträge aufgezeichnet werden, bei denen beispielsweise PowerPoint-Präsentationen als Illustrationsmaterial gezeigt werden, können diese natürlich voller Bilder sein. Als Vortragender oder Vortragende sollten Sie definitiv im Klaren darüber sein, ob die Bilder, die Sie darin zeigen, urheberrechtlich geschützt sind oder ob diese unter einer freien Lizenz verfügbar sind, das heißt, ob Sie diese auch unentgeltlich weiternutzen dürfen. An zwei Beispielen möchte ich das kurz illustrieren. Zum einen werden Sie sich vielleicht selbst schon einmal dabei ertappt haben, für die Illustration verschiedene thematische Aspekte die Suchmaschine Google herangezogen zu haben und haben dann eingegeben ein Stichwort Ihrer Wahl und schnell wurden Ihnen in Bruchteilen einer Sekunde viele passende Bilder angezeigt, die Sie mit einem Rechtsklick Speichern unter schnell auf Ihrer Festplatte speichern konnten. Auf den ersten Blick ist dabei aber nicht immer ersichtlich, ob diese Bilder urheberrechtlich geschützt sind oder ob diese Bilder unter einer freien Lizenz verfügbar sind, das heißt, ob Sie auch wirklich die Erlaubnis haben, diese weiter zu benutzen. Um von vornherein auszuschließen, dass Sie Bilder abspeichern und weiter nutzen für Ihre öffentlichen Vorträge, die urheberrechtlich geschützt sind, empfiehlt es sich bei der Sucheinstellung innerhalb von Google bereits einen Filter zu setzen. Sie haben dort die Möglichkeit, nach Bildern zu suchen, die explizit gekennzeichnet sind für die Weiterverwendung. Das heißt, urheberrechtlich geschützte Bildmaterialien werden nach dem Anzeigen der Suchergebnisse gar nicht eingeblendet. Sofern Sie also nicht Geld ausgeben wollen, um bei Bilddatenbanken oder Ähnlichem die Rechte für die Nutzung von Bildern zu erwerben, haben Sie immer die Möglichkeit, bei Ihrer Suchanfrage diese Option anzuwählen und Sie können sicher sein, dass die angezeigten Bilder unter einer freien Lizenz zur Verfügung stehen. Hierzu gibt es auch in einem der nachfolgenden Module bzw. Wocheneinheiten noch das Thema Open Educational Resources. In diesem wird dann meine Kollegin Elke Lackner noch genauer darauf eingehen, wie Open Educational Resources eingesetzt werden können und was Sie beim Einsatz von Open Educational Resources beachten müssen. Jedoch möchte ich nun noch einmal festhalten, dass Sie bei der Suche mit Google nach Bildern wirklich darauf achten sollten, ob die angezeigten Ergebnisse dann unter einer freien Lizenz zur Verfügung stehen, beziehungsweise ob diese urheberrechtlich geschützt sind und daher von einer Weiterverwendung abgesehen werden soll. Jedoch weiß ich auch aus Erfahrung, dass nicht immer alle Bilder, die nach Suchanfragen angezeigt werden, auch gekennzeichnet sind, ob diese nun weiterverwendet werden dürfen oder nicht. In diesem Fall empfiehlt es sich auf jeden Fall, mit den Administratoren der Seite Kontakt aufzunehmen, um Auskunft darüber zu bekommen, ob Bildmaterial, welches auf dieser Seite angeboten wird, weiterverwendet werden darf oder ob das ausgeschlossen ist. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass viele Personen, die Seiten selbstständig pflegen und administrieren, bereitwillig dann eine Erlaubnis erteilen, um vereinzelte Bildmedien weiter nutzen zu dürfen. Wenn Sie nun nach Bildmedien gesucht haben, die bereits unter einer freien, wiederverwendbaren Lizenz bereitgestellt werden, müssen Sie natürlich auch darauf achten, dass Sie die Quelle in korrekter Art und Weise angeben. Vielleicht haben Sie auch schon auf Bildern oder Präsentationen gesehen, dass am Rand eines Bildes die Quellenangabe Wikimedia stand. Eine Quellenangabe in dieser Form, Wikimedia, ist definitiv unzureichend, sofern das Bild nicht gemeinfrei zu nutzen ist. Der Begriff gemeinfrei bedeutet, dass keinerlei Angaben zum Urheber oder der Urheberin gemacht werden müssen. Angaben zum Urheber oder der Urheberin bei Bildmedien, die gemeinfrei sind,
sind optional und definitiv nicht erforderlich. Jedoch, wenn die Bilder zwar unter einer freien Lizenz verfügbar sind und die Angabe eines Autors oder einer Autorin erfordern, müssen Sie auch sicherstellen, dass diese Quellenangabe in der Art und Weise passiert, wie es der Autor oder die Autorin verlangen. Und am Beispiel von Wikimedia bzw. Wikipedia Medien darf ich das kurz illustrieren, weil auch dort haben Sie die Möglichkeit, einen Text auszuwählen, zu kopieren und dann einzufügen, und Sie können sicher sein, dass Sie den Anforderungen entsprechen, die der Autor oder die Autorin zugrunde gelegt haben, um Ihre Medien weiter nutzen zu dürfen. Auf Datenbanken, die frei verwendbare Bild-, Video- oder Tonmedien zur Verfügung stellen, finden Sie in der Regel immer einen Verweis darauf, wie die Quellenangabe vorzunehmen ist. Da, und das möchte ich an dieser Stelle betonen, eine fehlerhafte Quellenangabe auch eine Urheberrechtsverletzung darstellt und Sie dafür abgemahnt werden können. Anhand von diesen zwei Beispielen konnten Sie nun sehen, dass auf der einen Seite das Begehen von Urheberrechtsverletzungen sehr schnell passieren kann, wenn man etwas unaufmerksam und unüberlegt Medien und Bilddaten zum Beispiel aus dem Internet wiederverwendet, ohne darauf zu achten, unter welcher Lizenz diese bereitgestellt werden. Auf der anderen Seite haben Sie nun auch erfahren, dass es sehr leicht ist, genau diese Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden, da Sie nun wissen, wie Sie a. nach lizenzfreien bzw. nach wiederverwendbaren Medien suchen können und b. dass Sie auch darauf achten sollten, die Quellenangabe in der korrekten Art und Weise vorzunehmen, wie dies von den Urhebern gefordert ist. An dieser Stelle möchte ich Sie auch nochmal darauf hinweisen, dass in den Zusatzmaterialien zu diesem Kapitel auch ein Link verfügbar ist, der Sie zum Urheberrechtsgesetz der Republik Österreich führt. Hier habe ich einen Ausdruck davon. Sie selbst können also in den Paragraphen 1 bis 116 noch einmal im Wortlaut nachlesen, was im Urheberrechtsgesetz genau geregelt ist.